Ich hatte noch nie eine Taube. Und habe jetzt so einen Beitrag gesehen über das Abrichten einer Taube. Das ist eigentlich voll fies, Grugru, ne? Ich habe da jetzt auch Futter. Und jetzt gucke ich mal, was magst du nicht? Hey. Ja, die hackt immer gerne. Die wollte schon an die Steckdose und da reinpicken. Das mag ich nicht. Also die macht Bewegungen. Also scheint sie ja was zu sehen, was ich nicht wahrnehme. Na, Grugo ist doch so. Ja. Was liest du denn? Ja, nee, da fliegst du ja gegen, das will ich ja nicht. Also du fliegst ja gegen die Scheibe, das ist ja, das mag ich nicht. Und tust du dir weh? Guck mal. Kuckuck. Soll ich dir mal den Drachenkopf da wegmachen? Guck mal, das sehe ich nämlich. Aber du liest doch da was, ne?
Grü, ich nehme mal meine Webcam da weg, ne? Die Deckel kann ich ja waschen. Du, das ist mein Kopfkissen. Bitte nicht drauf machen, ne? Das mag ich nämlich auch nicht. An dem Karton, Gru-Gru, wollte ich dich in die Süderstraße bringen. Aber jetzt fängt es an zu regnen und zu gewittern. Oh Herr, das war jetzt die blöde Lampe. Das war nicht gut. Und deswegen mache ich das nicht. Ich bringe dich Mittwoch nicht in die Süderstraße. Aber eigentlich darfst du gar nicht alleine sein, weil Tauben sind ja Minimum immer zu zweit. Oder? Gru-Gru? Schau mal, ne? Das kommt, weil ich keine Deckenbeleuchtung habe. Ich habe nur das da. Dankeschön. Ist auch alles sauber, ne? Finde ich nett von dir. Weil ich nachher ja wieder sauber machen muss, ne? Bisschen wegwischen. Da ist auch noch Gemüse und Wasser. Multivitaminsaft verdünnt mochtest du dann doch, ne? Ich habe noch ein bisschen. Ich habe doch so viel Wasser gekauft. Ich trinke nämlich zu wenig. Der Gru-Gru? Ich denke mal, ich müsste dich anders beschäftigen. Ich finde aber nichts. Keine Ahnung, ich hatte noch nie eine Taube. Hund und eine Katze, aber eine Taube? Du darfst hier überall rumfliegen. Hier kannst du dir eigentlich nicht wehtun, außer da an der Scheibe. Oder duschen. Ich könnte dir ja die Duschen anmachen, so ganz sanft. Kannst du ein bisschen im Regen rumwälzen sozusagen.
Aber das ist künstlich, ne? Kann ja mal morgen früh gucken, wenn es regnet, ob du raus willst. Zum Duschen. Aber ein wahrer Züchter würde mich wahrscheinlich umbringen. Nein, diese Taube darf nicht in den Regen. Die muss geduscht werden. Das ist gemein, ne, Grugru? Dabei ist Regen viel schöner. Könntest du einen blöden Satz sagen? Möchtest du deinen Zuschauern noch irgendwas sagen? Mach mal Gru. Nee, ne? Keine Ahnung, was du siehst. Ich hab. Ja, Futter ist immer das Richtige. Aber nicht, dass du mir zu dick wirst. Also, ich weiß ja nicht, keine Ahnung, wie viel man geben darf. Siehst du, ich muss das alles nachgucken, nachlesen. Ich habe keine Ahnung. Ja, und rumhüpfen. Sonst hole ich dir meine Staffelei, da kannst du auch rumhüpfen. Kannst du ein bisschen höher hüpfen? Ja, und rausgucken darfst du, aber du darfst dann nicht gegenfliegen. Dann werde ich ganz böse, dann werde ich eine böse Biene und schon. Dann gucke ich mal weiter.